So, hallo und herzlich willkommen bei Urwechsel mit Melanie und Alex. Heute schauen wir uns dieses verlassene kleine Häuschen an. Man hört es, es ist an einer Hauptstraße gelegen, deswegen ein bisschen laut. Das bitte ich zu entschuldigen. Ich hoffe, man kann mich hören. Ich versuche heute auch mal weniger zu flüstern. Das ist mir in den Videos aufgefallen, dass ich ab und zu sehr leise rede und man mich kaum verstehen kann. Das hoffe ich, dass ich das heute besser hinbekomme. Zweitens hoffe ich, dass heute hier ein paar dunkle Stellen auf mich warten, denn ich habe ein neues Spielzeug mir zugelegt, damit ich meiner Frau und mir die dunklen Ecken besser ausleuchten kann. Nämlich eine schicke Stirnlampe. Und da hoffe ich doch drauf, dass wir hier eine schöne Erkundung machen können. Die Area sieht nicht mal so groß aus. Okay, du hast Scheune, ein paar Unterstämmchen und dieses kleine schicke Häuschen. Und dann wollen wir mal gucken, was uns heute hier so erwartet. Jetzt gehen wir mal um die Scheune rum. Das geht mir so ein bisschen größer als erwartet. Wo es von vorne von der Straße aus so ein kleines Häuschen eigentlich ist. Sieht das doch hier noch alles weit größer aus. Okay, hier in die Scheune gucke ich nicht so leicht rein. Einen alten Hänger. Der steht auch ein bisschen länger schon, wie es aussieht. Licht wieder ausmachen. Ist aber. Ist doch noch ein bisschen größer nach hinten raus. Unscheinbar von vorne. Umso interessanter dann von hinten. So, bevor sie vor dem Brenner sind. Da habe ich also meine Erfahrung schon gemacht. Die muss ich nicht wiederholen. Aber bei dem wird er eine lange Hose anziehen. Nee. Nee, ist zu heiß. Nochmal ein kleiner Hänger. So, dann rüber. Wollen wir nicht das Spinnennetz kaputt machen? Dann gehen wir dran vorbei und gucken hier nochmal rein. So. Da sieht man noch meine Frau, die ist da bereits drin, bei dieser Hühnerbatterie. Ja. Und ich wieder zurück. Da hinten hast du natürlich wieder Leute, da musst du wieder ein bisschen aufpassen. Nicht, dass die gleich die Bullerei wieder rufen. Hatten wir bisher zwar noch nicht. Aber da muss man auf alles gefasst sein, wenn man auf Lost Place Urwex Tour geht. Und wenn man dann so wie hier auch noch ein relativ einsehbares Urareal hat, dann ist das vielleicht nicht ganz so klug, da so in der Kamera bewaffen rumzulaufen. Aber wie gesagt, wir machen nichts, wir wollen nur spielen. Von daher. Wie gesagt, das Highlight wartet garantiert noch auf uns, nämlich das Haus. Und da gehen wir jetzt dann mal hin. So, dann gehen wir mal hier weiter auf den Scheuneninnenhof. Ups, was habe ich gemacht? Ja, ich bin ein Zerstörer. Das Spinnenweben-Gefuddel habe ich gerade zerstört. So.
wie Futtertröge. Ich hätte ja vorher gedacht, das war ein Hühnerstall, als ich um die Scheune herum bin, aber die Futtertröge sehen ein bisschen zu groß aus für einen Hühnerstall. Also wird da mal was anderes noch drin gewesen sein. Hier haben wir auch noch mal was. Führt nicht wohin. Gerät. Hier wäre es quasi in den Garten wieder gegangen, der genau zur Hauptstraße führt. In der Scheune konnten wir leider nicht filmen, da noch ein paar andere Urbexer auf dem Gelände waren, die nicht mit auf den Film wollten, und wir wollten die natürlich auch nicht verscheuchen. Deswegen habe ich euch einfach noch ein paar Bilder dazu gefügt. So, dann wagen wir uns mal in den dunklen Keller. Aber mit dem neuen Equipment kann man heute sogar mal was sehen. Kopf einziehen. Ups, ui, sehr viele Spinnenweben. Oh, 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 oh. Also Arachnophobie darfst du keine haben. Schön kalt ist es hier. Okay. Baupfeiler noch was unterbaut. Aber sieht das gar nicht so einsturzgefährdend aus. Hier ist schon sehr, sehr kühl. Ja. Was haben wir denn da noch? Eine alte Kassette, eine VHS. Irgendwie den kleinen. Gehen wir wieder hoch. Ah, wir können hier noch reingucken. Ach, guck mal einer an. Guck mal einer an. Hier ist auch noch was. Oh, das ist auch noch gut verschüttet. Ich leuchte mal mit meinem neuen Spielzeug ein bisschen weiter rein. Damit man da ein bisschen mehr sehen kann. Außer natürlich nur Spinnenweben. So, dann gehen wir wieder hoch in die Scheune. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es ins Haus selbst geht. So, jetzt geht's ins Haus rein. Das hoffentliche Highlight. So, mache ich wieder mein Spielzeug an. Geil, das ist cool. So, ach, guck mal einer an, da ist ja sogar noch ein bisschen was an Möbeln da. Das ist schon mal cool. Gut, ich würde sagen, die Sitzecke fehlt, die da sicherlich mal war, aber der Ofen, da ist doch, da fühlt man sich ungefähr 40 Jahre zurückgesetzt in der Zeit. Komm, da gucke ich auch mal ins Ofenrohr rein. Kein Brot. So. Alter. Aha, da ist mit der Zeit gegangen, eine Energiesparlampe. Das sieht nach dem Wohnzimmer aus. Oder so. Auf jeden Fall, hier hätte ja auch mal ein Kachelofen stehen können. Mit dem Fliesenspiegel. Ah, das ist doch wieder schön. Oh, sorry. Mein neues Licht blendet da ein wenig. Da sieht man das schöne
stecke hier noch die Gläser. So ist es schön, wenn das noch eingerichtet ist. Wenn es nur ein bisschen ist. Sein, durch die Glasscheibe durchgefilmt. Das wird ein toller Videoeffekt danach werden. So, aber bevor wir hochgehen, ja, erstmal das Erdgeschoss fertig machen, logisch. Aber jetzt, ja, das ist mal eine Badewanne. Wohl eher ein größeres Waschbecken. Also ich würde da nicht reinpassen. Oh, der Heizkörper sieht auch, oh Gott, der sieht ja super aus. Den können wir mal wieder putzen. Uiuiui. So, ja, ich bleibe jetzt erstmal wieder drin, weil meine Frau da die Tür gerade zugemacht hat vom Treppenhaus. Dann muss ich da glatt warten. So, Weg ist wieder frei. Ich kann rumgehen. Was verbirgt sich hinter der letzten Erdgeschosstüre? Machen wir langsam auf. Ups. Wahrscheinlich ein Schlafzimmer oder Kinderzimmer. So, natürlich die Tür wieder zumachen. So, und jetzt geht's in den ersten Stock. Ab geht's in den ersten Stock. Ach nee, da haben wir noch ein Zimmer sogar. Okay, du gehst also quasi ins Treppenhaus, beziehungsweise, ne, stimmt ja gar nicht, wir sind ja von der anderen Seite reingegangen. Du kommst, hier ist die Eingangstüre, man kommt hier rein und dann ist man erstmal hier drin. Hallo. So, meine Frau geht schon in den ersten Stock hoch. Also man sieht genau an der Straße, sehr einsehbar. Deswegen also von der anderen Seite aus angefangen mit Filmen. Weil heute bei dem Wetter viele Radfahrer unterwegs sind. So. Da wird es auch nochmal in den Keller gehen. Da gehen wir dann auch nochmal später rein. So, und jetzt gehen wir in den ersten Stock hoch. Die schönen alten Holztreppen. Man hört's. So. Ah, da ist das Kinderzimmer. Oder Jugendzimmer. Auch noch. Da, wie das Haus von außen aussieht, ist doch recht, ja, was heißt modern, aber zumindest nicht urisch eingerichtet. Das ist so mal interessant. Gut, der Schrank ist ein bisschen älter. Hier haben wir nochmal ein Badezimmer. Ja, mit der Dusche ist es schon besser. Zimmer.
quasi ein begehbarer kleiner Schrank. Das ist doch mal eine Überraschung. Sogar noch mit Fenster. Da wo mal drin gewesen sein mag. So, der letzte Raum. Ja, diesmal bin ich mir sicher, das ist der letzte Raum hier. Ui, da ist ein uriges Bett. Uiuiuiui. Aber hier nochmal. Noch schön die alten Porzellanteller vorhanden. Die alten Malgläser. Was ein Bett. Aber ein Kinderbett auf jeden Fall. Okay, da haben wir auch ein bisschen Wandschmuck. Oder Wanddekoration. Auf dem Weg ins zweite OG. Außen gehen, einfach nur außen gehen an den Stufen. Ich weiß nicht, das ist nicht gut. Die kannst du schon durchgucken und die knarzt. Das sind Holzrippen, die knarzen immer. Oder meistens. Deswegen sage ich ja, wenn sie durchbricht, dann in der Mitte, deswegen außen gehen. Ich auch. Ja, man kann ein wenig durchgucken. Was natürlich auch sehr süß gemacht mit einem beim Treppenhaus, diese Mini-Fenster, um ein wenig mehr Licht reinzubekommen. Und es geht auch sogar noch mal weiter, wenn ich hier gucke, auf den Dachboden. Müssen wir natürlich auch noch drauf. So lang die Treppenstufen halten. Bisher haben sie gehalten. Hier haben natürlich auch noch Holzboden. Also ich freue mich ja wahnsinnig, dass hier so viel Dunkles ist, weil da kommt die Stirnlampe, die neue Errungenschaft, doch gerade recht, damit ich endlich mal euch auch die dunklen Ecken und Nischen zeigen kann und ihr auch was seht, und nicht nur ich. Mal ein bisschen auf. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wenn einer einen Plan hat, was das sein könnte, dann in die Kommentare damit rein. Okay, hier sind irgendwie Drähte noch gespannt. Irgendwelche Rahmen sind es, das ist klar, aber für was? Ich habe keine Ahnung. So, haben wir denn hier noch Zeitschriften rumliegen? Mickey Maus Hefte, Bücher. So, ups, ich muss ein bisschen auf die Uhr, nicht, dass ich über die Bücher falle. Eine Truhe voller Bücher. So, mit einem Raum der Heizkörper. Ich leuchte mal aus. Ist der Teekessel gut drauf? Oder willst du nochmal? Hier haben wir nochmal Gemälde. Leider müsste ich jetzt auf die andere Seite gehen, damit ich da irgendwas erkennen könnte. Nee. Da ist recht wenig zu erkennen. Schade. Schade, schade. Hier nochmal. Kessel. Und ein zerlegtes Bett. Könnte jemand was sagen, dass es von unten ist, das Bett, was durch ein moderneres ersetzt wurde? Okay.
Okay, wir haben jetzt hier auch nochmal eine Türe gehabt in den Raum, wo wir gerade reingegangen sind. Das ist ja, oh. Das ist ja auch. Oder Teppich holen. So, wenn man Leichen verstecken wollen täte, könnte man das immer hier machen. Wenn man irgendwelche Filme gesehen hat. Aber hier ist nichts. Keine Angst. Keine Leiche diesmal gefunden. Nicht, dass ich geil drauf wäre, sowas zu finden. Das muss nicht sein. Aber man muss ja den Stauraum auch immer effektiv nutzen. Das ist die Türe in dem Raum, wo wir gerade waren, Schatz. So, hier noch ein Kasten. Und natürlich hier auch wieder diese kleinen Stauraumnischen. Also Spinnweben. Oh, und hier ist relativ viel kaputt am Boden. Gibt es aber nichts zu sehen. Ein Regal. So, und jetzt muss ich mal kurz unterbrechen, weil die Treppe ist ein bisschen steiler, bis ich da oben bin. Ich melde mich, wenn ich oben bin. So, zurück in den letzten Schritten auf den Dachboden. Und meine Güte, ist das warm. Alter Vater. Oh. Und die Treppe hier rauf ging auf jeden Fall ohne Probleme. Also nichts morsch oder so. Aber Junge, Junge, die Temperatur hier ist heftig. Und es ist nichts für Großgewachsene. Wie gut, dass ich ein kleiner Gnom bin. Ich kann hier tatsächlich. Ja, ich warte auf dich, bis du ein Foto geschossen hast. Also hier auf jeden Fall, glaube ich, gibt es genug tolle Fotomotive zu finden. Oh. So, nee, du musst ja nicht hochgehen. Alles gut, ich filme es ja dann, kannst du ja dann angucken. So, hier ist auch irgendwie da was, worauf ich keinen Plan habe. Was das sein soll. Für was man es brauchen kann. Hier so. Gebimsel. Und. Oh! Ha! Ja, kann ich in den Raum runtergucken, wa? Das ist ja toll. Das ist ja toll. Ein bisschen aufpassen muss man schon noch. Aber es ist trotzdem noch in einem. Ich würde mal sagen, passablen Zustand für Urbexer. So. Und da gehen wir jetzt wieder runter. Bis gleich. So, so, jetzt geht's in den Keller. Oh, das sind ja, das sind so alte kleine Holz. Oh, und da ist auch noch ein Eisenträger. Gut, dass ich hier meine Basecap trage. Da ist nichts passiert. Schatz, sei da bloß vorsichtig. Warte mal, ich leuchte den Weg. Hier ist gleich der Stahlträger. Der hält mich beinahe geschlagen. Oh. Noch habe ich ein bisschen Licht zur Ausleuchtung. Ich habe natürlich den Akku meiner Stirn aber nicht aufgeladen. Die ist ja im ersten Mal zum Benutzen. Ach, jetzt. Jetzt habt ihr wieder Licht. Ich muss mich ja erstmal mit der neuen Technik vertraut machen. Oh ja, das ist wohl hier Akku ein wenig am leer werden. Aber ich hoffe, ich kann euch da noch genug ausleuchten, damit ihr da noch die anderen Sachen seht. Hier ist es zumindest schön angenehm kühl. Ah, der alte Sicherungskasten. Ja, nutzt es aus, dass ich dir Licht gebe. Dann kannst du ein schönes Foto machen. So. Hier. Jetzt nochmal rein. Leider nichts drin. Schade. Schade, schade. So, dann haben wir hier noch ein bisschen was. Ja, aber da ist auch recht wenig los.
Hier gegenüberliegend nochmal ein Raum. Ah, da kommt man wieder raus. Da können wir dann gleich im Anschluss rausgehen. So, letzter Kellerraum. Auch der hat leider nichts Spektakuläres zu bieten. Cool, immer mal überall so kleine Nischen. So. Und dann sind wir hier wieder draußen im Hof. So, da sind wir also komplett durch mit diesem auf den ersten Blick kleinen Häuschen an der Hauptstraße und auf einmal ist das doch mal ein bisschen größer, als man auf den ersten Blick erwartet hat. Und es gab sehr interessante Sachen zu sehen. Und ich glaube, meine Frau hat auf jeden Fall wieder sehr schöne Fotomotive gefunden, die ihr auf Instagram sehen könnt. Und mit einem letzten Blick auf das Häuschen, während ich Richtung Straße gehe, verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt beim Video. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, ist da ja der Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Kritik, Feedback, alles willkommen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Auch ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Urbex mit Mel und Alex.